So, herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von die Minecraft 2 Let's Play. Jetzt habe ich mich direkt überstreckelt. So. Okay. Ja. Genau. Meine Facecam ist genau über dem Gesicht. Eine Katastrophe. Aha. Ey. Upsala. Oh, ich mach alles kaputt. Da. Warum geht das nicht? Wow. Achso, wer sieht ihr gar nicht, was ich. Okay, ich muss jetzt hier hingehen. Dahin gehen. Aha. So, ich wollte hier auf die Kamera raufklicken. Aber auch wenn die Kamera vor dem Bild ist, habe ich trotzdem das Bild in der Hand. Einfach weil das Bild hier unten ausgewählt ist. Was ich allerdings nicht ganz verstehe, weil als meine Kamera noch da rechts war, konnte ich die ja rüberziehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Ich hab meine Kamera quasi von hier so rübergezogen und wollte dann zurückziehen und dann hat da irgendwie das Bild gegriffen. Also entweder kam ich hier mal aus Versehen kurz rauf oder keine Ahnung. Na egal. Auf jeden Fall, jetzt schon wieder. Was ist denn los hier? So. Voila. Und Übergang. Aha. So. Studio-Modus wieder ausschalten. Sehr schön. Jetzt sollte alles wieder in Ordnung sein. Ich hoffe. So. Lange, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gehen mal direkt rein zur Genügen. So ungefähr. So. Okay, hier ist Bedrock-Level. Warum ist hier Erde? So, gut aufpassen, weil so tief wie wir sind, kann auch sehr schnell mal über uns Lava sein. So wie da zum Beispiel. Gut, das heißt, da schon mal Lava. Schade eigentlich. Was? Was? Oh. Das ist also überall Lava. Das ist natürlich. Oh, guck mal, da ist auch Lava. Das süß mit den Tropfen, Alter. So süß. Ist Oh, ist das geil. Okay, das hat so irgendwie diesen Charme. Kennt noch jemand so eine Lavalampe? Passt sogar relativ gut. So eine Lavalampen. Genau so einen Charme hat das hier gerade auch. Da kannst du auch schon noch zugucken. Kann man kurz hier, kann man irgendwie mal hier so. Ne, für die Leute, die so. Übrigens, geiler Dude angucken. Übrigens, geile Duden angucken. Also nicht sie, sondern Final Fantasy VII. Geiles Spiel. Ultra geiles Spiel. Also, das Remake vor allen Dingen, aber auch das originale Spiel von Final Fantasy VII. Geiles Spiel. Aber das wollten wir gar nicht gucken. Wir wollten. Das da. Sieht man hier welche in Action? Stellen Sie. Schnauze. Da. Tada. Das sind sogenannte Lavalampen. Hatten wir früher auch mal eine gehabt. Und da an dieses Core drunter erinnert mich gerade so das hier auch. So ein bisschen. An diese runtertropfen. Finde ich voll süß. Voll süß. Oh oh. Danke. Lava an sich ist natürlich nicht süß. So, die Frage ist, wenn hier. Okay, da ist noch keine Lava, aber hier ist Lava, ne? Genau. Das heißt, können wir uns hier irgendwie. Okay, hier über uns ist auch direkt Lava. Können wir uns hier irgendwie über die Lava graben?
sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Wichtig bei Labras immer ganz vorsichtig sein. Erstens darauf achten, dass man immer einen Fluchtweg hat. Wenn alles schief geht quasi. Und vor allem halt so gucken, dass man so baut, dass man möglichst weit von sich wegbaut, dass wenn auf einmal Lava kommt, man möglichst viel Reaktionszeit hat und man nicht direkt in der Lava drinne steht. Das ist manchmal ganz geil. Außerdem mache ich es auch gerne mal so, dass ich hier so einen Block immer direkt neben meiner Axt mache, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal Lava abbaue aus Versehen, da zum Beispiel, ich direkt rumwechseln kann und wieder hinbauen kann. So quasi aus Art Reflex. Ist zwar nicht wirklich Reflex, aber ich meine, aus Reflex wird man höchstens schreien, aber ja. Ah! Okay, das war dumm. Geh mal dahin. Geh mal dahin. Wie kommen wir das am dümmsten hoch? Was ich jetzt mache, ist sehr, sehr riskant. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Funktioniert leider nicht. Gut, dann backen wir uns mal hier hoch. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Licht! Danke! So, hier müssen wir noch hochkommen, richtig? Ja. Da ist kein Lava. Sehr geil. Weil ich muss nämlich aufpassen, dass hier keine Monster kommen. Da ist Gold. Da ist eine Kiste. Oh mein Gott, wir sind reich. Wir haben den Piratenschatz gefunden. So, aber leider ist hier kein Diamant weiter frei zu sehen. Das ist natürlich schade. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen mehr. So, da kommt erstmal das Ding hin. So. Gucken wir mal, ob wir hier mal ein bisschen Rohstoffe finden. Ein bisschen Diamanten. Glaube ich aber fast nicht. Spitzhacke ist leider schon fast tot. Nein, meine Spitzhacke ist weg. Nein. Ach, dass man bei Minecraft immer so ein, diese kacke Workbench braucht, ist ja kacke. Oh, runter hier mit dir. Ist ja traurig. Wo geht's lang? Da geht's lang. Ein langer und steiniger Weg. Ein langer, langer und steiniger Weg. Oh, draußen ist wieder hell. So, wir... Was? Wir brauchen wieder... Wir brauchen, Eisen. Stöcke haben wir dabei. Sehr gut. So. Bram. So, können wir gleich mal ein bisschen Scheiße laden. Die Hälfte davon können wir eh nicht mitnehmen, weil unser Inventar viel zu klein ist dafür. Leider gibt es unter Mindclone auch keine Backpacks. Und selbst wenn, müssen wir uns ja erstmal craften. Und da bräuchte ich erstmal Wolle für. Und das geht sowieso nicht. Und überhaupt. Von daher müssen wir dann gucken, was wir von den ganzen schönen Items hier lassen. Also natürlich zum einen kannst du Cobblestone, so viel Cobblestone brauchen wir nie im Leben. Beziehungsweise wir können es ja eh immer wieder beschaffen. Ja, aber halt auch von den anderen Sachen. Aber ich muss doch irgendwelche Rohstoffe geben, direkt an der Lava, oder nicht? Das ist ja Betrug. Ah ja gut, lass mal die Lava erstmal Lava sein. Hier gibt es scheinbar keine Rohstoffe in der Nähe. Guck mal, da oben ist Eisen. So, wir gehen mal erstmal hier in die Mine. Und gucken mal, was hier so abgeht. Guck mal, da unten ist auch Lava. Hier gibt es aber kein Eisen. So, hier ist so ein Schlurp.
Ja, Fackeln immer her damit. Kann ich schaden. Warum ist meine Axt auf der 3? So viel Eisen. Boah, Alter, noch mehr Eisen hier. Holy moly. Wir haben einen Durchbruch. Warum geben eigentlich nur noch Kohle XP? Eisen müsste doch auch XP geben. Aber hier gibt gar keine XP. Nur Kohle gibt XP. Ist doch falsch, oder? Das ist doch ein Bug, oder? So, hier ist eine Höhle drunter. Oder Lava. Ich glaube mal doch eher Lava. Und da ist auch Eisen. Guck mal, da ist Eisen. Aber. Doch, wir machen mal jetzt hier weg. Gucken mal, ob wir da. Kohle AD. Ob wir da einigermaßen günstig hinkommen. So. Wie sieht es denn so hier aus? Na, sieht scheiße aus. Gehen wir mal hier lang. Das sieht schon besser aus. Wow. Okay, das sieht geil aus. So, wo war jetzt das Eisen? Ach, da. Das war schon. Ist ja nicht so eine hohe Ausbeute hier. Ich mir jetzt auch schon ein bisschen mehr erwünscht hier. Ah, schade eigentlich. So, egal. Gehen wir hier mal weiter. Wobei ich hier doch schon gerne wieder zumachen würde. Einfach wegen erhöhtes Risiko von alle sind tot. Oha. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, wir sind im Kreis gelaufen. Gut, da hat sich ja unser Eisenproblem, Eis, klar. Unser Eisenproblem ja quasi direkt erledigt. Wir haben jetzt mittlerweile echt ganz schön viel Eisen. Dann können wir diesen tristen Ort ja bald verlassen. Sehr krass. Das gefreut mir aber.
Ich bin ja mal gespannt, ob man denn irgendwie, wenn man irgendwie so, sowas wie Enchantment macht, ob man dafür dann XP bekommt, weil dafür brauchst du ja eigentlich nur XP oder irgendwie sowas. Richtung hier? Ah ne, von hier kamen wir ja, ne? Boah, Kohle. So weit hat es auch gereicht. Wenn hier die Werkzeuge kaputt gehen, bekommt man das, was man abgebaut hat, gar nicht gut geschrieben. Interessant. Oder die beiden Geräusche haben sich gerade so überlagert, dass man das eine Geräusch gar nicht gehört hat. Da ist Wasser, da ist... Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Oh oh. Auf jeden Fall bin ich hier nicht da, wo ich hin wollte. Das ist nicht der Ausgang, den ich gesucht habe. Aber schön zu wissen, dass es ein Gold gibt. Hier gibt es auch noch. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall hin. Da können wir uns endlich eine Uhr bauen. Ganz geil. Jetzt müssen wir aber erstmal den Ausgang finden. Und den markiere ich mal. Der müsste ja jetzt eigentlich hier gewesen sein, richtig? So. Genau, doch hier war der Ausgang. Jawohl, ja. Das wollte ich jetzt nicht. Egal. So, und jetzt ging es hier runter, genau. Bin ich voll informiert hier und so. Habe ich studiert. So. Gucken wir mal den ganzen Scheiß zurück hier. Machen uns mal ein bisschen Eisen und dann geht es direkt weiter. Dann konzentrieren wir uns hauptsächlich mal auf das Gold abbauen, weil ich meine, Eisen haben wir jetzt mittlerweile mehr als genug. Also nicht mehr als genug, aber genug. Für das, was da so ansteht. 1, 2, 3, 4, 5. Hat er gut funktioniert? So. So. Haben wir 48 Eisen. Die restlichen beiden bleiben übrig. Easy. Ein bisschen auf hier. Ihr könnt nach da. Alter, halt so viel Gestein, ne? Ach, fuck. Ich räume ein bisschen auf. Das heißt... So zum Beispiel... So, jetzt habe ich hier hoffenweise Geröllkacke drin, die ich nicht mehr brauche. Können wir die einfach mal hier ins Wasser werfen. So. Haben wir direkt ein bisschen mehr Platz. Den Rest behalte ich mal. Kann nicht schaden. Okay, wie weit bist du? Oh, geht so. Reicht das mal. Das dauert immer so ewig, ne? Mit dem Einschmelzen. Da bist du ja immer beschäftigt. Rennen mit euch. So, haben wir wieder ein bisschen, haben wir wieder nur ein Eisen. Mache ich mir diesmal gleich mal drei Spitzhacken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. So, und. Ich mach mal zwei. Ah, nicht gleich übertreiben hier. Das ist mir alles ein bisschen zu voll hier. Du kommst raus, du kommst raus, ihr kommt raus. Du kommst. Obwohl, nee, dich nehme ich mal mit. Ihr kommt raus. Ich habe schon wieder Pfeil und Bogen hier in meinem Inventar drin. Was ist hier los? Den ganzen Scheiß brauche ich nicht. Die Knochen ja. Weil.
Mit den Knochen kann man einen Bone Meal machen, um Pflanzen schneller wachsen zu lassen. Aber das ganze andere Zeug für den Skeleton brauche ich nicht. So, und die Hausrüstung brauchen wir auch nur einmal. So. Sieht auch direkt aufgeräumt aus. Sehr nice. Achso, na gut, du kannst eigentlich auch direkt weg. Ich brauche auch nie wieder. Und ab in die Mine. Dann bauen wir mal das ganze Eisen, Gold ab. Was wir da so schon gesehen haben. Dann haben wir Gold und Redstone. Da haben wir quasi alles, was wir brauchen. Eisen haben wir mittlerweile jetzt auch fast ein Stack voll, soweit ich das in Erinnerung habe. Also definitiv mehr als genug. Hier lang. Nirgendwo hin. So. Ein Haufen Kohle überall. Och, meine blöde Maus hier. Jetzt, wenn sie einmal losmacht, was sie will. Genau, hier ist das Paradies, der Paradiese. Da haben wir auch Obsidian, brauchen wir aber gerade nicht. Hier haben wir Gold. Meine Fackeln sind da. Dann nehmen wir uns den mal hier an. So, wir müssten eigentlich bloß auf die Höhe hier. Wo ist mein Schwert? Dem leiser werden des Sounds funktioniert aber auch nicht wirklich, ne? Und wo ist mein Schwert hin? Ach fuck. Sehr, danke. So. Obwohl, nee. Okay. Der Creeper ist unten auch direkt.
Lapis Lazuli. Wobei ich weiß, gar nicht weiß, ob das überhaupt eine Funktion hat. Glaube nicht, ne? Schnauze. Was ist mit dem los? Wie der klingt, Alter. So, jetzt mal hier oben das Wasser abstellen. Die Arbeitsumgebung hier. Oh, was macht der Typ da hinten? Hallo, Herr Creeper. Keine Ahnung, ob wir Lapis Lazuli für irgendwas brauchen können. Ich glaube, es ist Lapis Lazuli noch relativ nutzlos. Ich nehme es trotzdem erstmal mit. Einfach um unser Inventar zu klatschen. So. Wasser. Da brauchst du wirklich Diamantwerkzeuge für und ich habe leider noch keinen Diamant gefunden. Ah, guck mal, Redstone gibt auch XP. So, ich würde mal sagen, da haben wir hier mittlerweile mehr als genug, dann verlassen wir mal die Mine. Ah, aber schon gefühlt eine zwei Folge drin verbracht. Dann begeben wir uns mal wieder an die Oberfläche. Und fangen endlich mal an, hier ein Gebiet zu suchen, wo wir uns niederlassen können. So, von wo kamen wir jetzt? Da haben wir das Gold gesucht, da können wir da hinten wieder raus, genau. Alles abgesucht. Sehr nice. Gut, dann würde ich mal sagen, ab an die frische Luft und dann verlassen wir alsbald diesen tristen Ort hier. Wieder ganz viele Fackeln, sehr schön.
Sehr nice. Okay. Ist gerade hell oder dunkel oder ist gerade gar nichts? Keine Ahnung, ich sehe den Mond nicht. Na gut, dann schmeißen wir mal ein bisschen das da rein. Dann machen wir hier von 1. Machen wir gleich mal 2. Schmelzen wir das Gold mal komplett weg. Und die restlichen beiden, die übrig bleiben, können wir nicht auch gleich wegschmelzen. Können wir gleich mal ein bisschen Eisen mit reinschmelzen. Und dann können wir uns direkt mal eine schöne Uhr bauen. Auf Wanderschaft gehen und zu gucken, schon, was wir hiervon jetzt behalten. Das Obsidian. Bräuchten wir halt noch eins. Aber eins abzubauen dauert halt einfach 3 Jahre. Ohne Diamant-Zeugs-Gedöns. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Davon esse ich halt mal eins. So, dann nehmen wir das hier auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir. Erstmal gucken wir, was wir nicht mitnehmen. Ja, machen wir erstmal hier. Das zum Beispiel nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir nicht mit. Einfach weil zu viel Platz verbraucht. Das nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir auch nicht mit. Können wir gucken, ob wir damit gleich irgendwas bauen können. Aber wir haben Werkzeuge. Von daher würde ich die Stöcke einfach wegschmeißen, ganz ehrlich. So, wir haben ein Stack. Haben wir. Mehr brauchen wir auch nicht. Erde haben wir auch ein Stack. Ist auch akzeptabel. Tisch brauchen wir nicht. Tja, gute Frage. Was wir von alles behalten und was nicht. Gut, ich schmeiße das mal hier. Oh, wird schnell. Dich weg und dich weg und dich weg, dich weg, dich weg, dich weg und dich weg. Gucken wir mal weiter. Wir brauchen. Recht. Nee. Wir brauchen noch mehr Platz im Inventar. Scheiße. Ach, guck mal, wir haben. Ach, wisst ihr was? Danke. Haben sich relativ gut addiert, ein bisschen aber verschwendet, aber im Groben und Ganzen haben die sich gut addiert. Passt doch schon mal. So, jetzt gleich fertig. Was kann noch weggeschmissen werden? So, dann kommst du da nochmal rein. Ach, Henne. Diese Schwänzen dort einfach so ultra ewig. Was ist denn los? Stell dich mal vor, es würde im echten Leben so lange dauern. So, jetzt haben wir auch ein bisschen. Ich mache mir jetzt aber keine Uhr, einfach weil es dann noch mehr Inventarplatz verschwinden würde. Stattdessen. Ach komm, ich mache. Ach oh Gott, da machen wir noch mehr. Schwer zu überlegen, was kann noch weg? Ich glaube mal, das sollte. So, du kommst noch da. Du kommst noch da. Ja, wird schwer. Ich meine, gut, die Werkbank und den Ofen, die lassen wir die einfach definitiv hier. Dann können wir den Rest eigentlich einfach. Passt jetzt schon, ne? Dann ist unser Inventar zwar komplett voll, ja, aber pff, dafür ist es doch ein Inventar geworden. Augen auf bei der Berufswahl. Passt das noch? Reicht das noch? Garantiert nicht. Ah, doch, hat genau gereicht. Scheiße! Okay, also muss man nochmal machen. Ach, Kacke. Scheiße, die Wand dann.
Die Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus? Wahrscheinlich einfach hier runterspringen und dann irgendwie da oben hochklettern. Weil da ist es sowieso gebirgig. Das heißt, wir können hier sowieso nicht allzu viel machen. Wir müssen uns ein Gebiet suchen, wo es ein bisschen flacher ist. Ah, wenigstens ein bisschen flacher. Ach, guck mal, die Erde können wir tatsächlich hier lassen. Die brauchen wir eigentlich nicht. Achtmal Erde ist drauf geschissen. Können wir doch hier den Backofen mitnehmen? Oder die Werkbank ist wichtiger. So, du kommst nach Opfer, kannst du bleiben. Ich hätte halt gerne Melonen, ne? Kürbis braucht keine Sau. So, auf den Krieg. Drink. So. Überall so riesige Berge, das wird doch nie im Leben was. Von da oben kamen wir, ursprünglich. Ja gut. Was ist da eigentlich los? Wow. Achso. Ich dachte gerade schon Grafikfehler, aber wir standen einfach nur im Wasser. Wir kommen ja halt nicht mal mehr hoch, ne? Scheiße. Fuck. Das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Sieht aus, als wenn wir da raufkommen könnten. Als wenn es ein bisschen flacher wird. Ah, nicht wirklich. Aber zumindest ist es da so nicht hoch, dass wir uns einfach hochbauen können. Aber kann es sein, dass dieses Wasser hier einfach im Kreis geht? Die sieht mir hier aber hart nach Kreisverkehr aus. Holy moly. Würde ich ja fast drauf wetten. So. Jawohl, wir haben es geschafft. Hardcore. Hardcore. So, gucken. Alter, kannst du mal ordentlich springen? Aha. Ah, das ist doch schon gleich viel, Freunde, da denn sind schon wieder dran. Egal. So, da würde ich mal sagen, können wir mal in der nächsten Folge gucken, ob da ein schönes Gebiet ist, wo wir uns ein bisschen niederlassen können. Bis dann.